Ja, hallo, liebe Meerwasserfreunde. Moin, moin und willkommen zurück in Hamburg. Ja, das Motto heute ist mal wieder korallenorientiert, was einem ja am meisten Spaß macht, also mir zumindest. Das Motto heute lautet Korallensorge, Korallenschäden und ja, manchmal eben auch Entsorgung. Also, wie beim letzten Mal schon berichtet, hier aus dem großen Becken war ich in der Vergangenheit mal wieder so ein bisschen Cyano geschädigt. Die Cyanos sind noch nicht ganz weg, noch nicht ganz vorüber, aber ich habe einen Großteil eben mit dem Licht regeln können und habe noch ein paar Bakterien zugegeben. Also jetzt sieht der Sand hier schon relativ weiß aus, ist er aber tatsächlich nicht, weil ich eben gerade abgesaugt habe. Also insofern wäre es ja Betrug zu sagen, das Thema ist durch. Ich habe auf dem Sandboden hier tatsächlich immer noch und häufig rote Stellen. Was ich gemacht habe, ist also nicht, dass ich nur die Lichtstärke reduziert habe, sondern ich habe die Lichtdauer drastisch reduziert. Also ich habe 4 Stunden weniger das Licht angehabt, als das vorher der Fall war. Und Bakterien brauchen, oder zumindest die Cyanobakterien, brauchen nun mal Licht, um zu wachsen. Und das habe ich ihnen entzogen. Die Wasserwerte sind eigentlich top, also auch das Verhältnis zwischen Phosphat und Nitrat ist einwandfrei. Ich weiß da auch nicht, was ich machen soll. Ich fange jetzt wieder an, das Licht Step by Step zu steigern und das ist schon ganz gut. Naja, trotzdem gibt es mal wieder ein paar Cyano-Opfer. So alles in allem bin ich eigentlich so insofern ganz zufrieden. Die Korallen haben es eigentlich ganz gut überstanden. Trotzdem ist die eine oder andere aber angegriffen, wo sich dann eben einfach Cyanos drauf festgemacht haben. Und das ist bei der hier zum Beispiel der Fall. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier im unteren Bereich sieht das so ein bisschen schwierig aus. Da weiß ich auch noch nicht, ob sie durchkommt. Muss man einfach mal schauen und hoffen. Also ein negatives Zeichen ist natürlich zum einen, dass sie hell wird. Und auf der anderen Seite ist eben auch ein negatives Zeichen, dass sie an manchen Stellen schon anfängt, Rotkalkalgen einzusetzen. Das heißt also, hier ist der ein oder andere Korallenast schon tot. Das ist ja sehr, sehr schade. Die ist unbenommen, die ist richtig gut durchgekommen. Und auch die Acropora hier hinten, also die steht richtig toll, die macht wirklich Freude. Macht echt Spaß, die anzuschauen. Die Acropora hier vorne, die hat mir auch schon etwas länger Sorgen gemacht. Man sieht es, dass sie von unten her dann doch schon ein bisschen heller wird. Nährstoffe sind gesteigert worden. Wie gesagt, ich fahre jetzt so auf 5 bis 7 bei Nitrat und das Verhältnis zum Phosphat, das passt auch, also im Schnitt so 1 zu 100. Aber auch an der Koralle ist zu sehen, dass sie hier unten schon so ein bisschen hell wird. Und dass sich eben teilweise Rotkalkalgen dran bilden. Und das ist also ein ganz sicheres Zeichen, dass sie tot ist, also an diesen Stellen. Und ich hoffe einfach, dass sie es schafft, ne, dass wir es überleben. Auf der anderen Seite musste ich auch ein bisschen fracken. Zum einen den Pilz hier, der ist einfach wieder so riesig geworden. Das ist so ein gelber Fidschi-Pilz, der wächst bei mir wie Unkraut. Also unglaublich, auch unheimlich schnell. Ich habe dann hier unten so ein paar Fracks gemacht und ja, ich denke mal so in 1, 2 Wochen sind die an den Steinchen angewachsen und dann ja, kriegt die halt irgendjemand oder Händler oder wie auch immer. Schauen wir mal. Ihr könnt euch melden, falls ihr interessiert sein solltet. Also wie gesagt, den Pilz hier, den habe ich ordentlich gefrackt. Das war auch nicht so richtig sauber geschnitten, muss ich sagen. Aber es war so, dass er die Chalice hier schon ganz massiv eingedunkelt hat, dass sie zu wenig Licht bekommen hat. Auch die Acropora, die man hier sehen kann, ist dann schon in Mitleidenschaft gezogen worden, wurde abgedunkelt und das wollte ich einfach nicht riskieren. Darüber hinaus wird eben diese rote Spatulata doch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Zum einen von diesen Weichkorallen, die ich hier habe. Ich habe die früher mal an dieser Stelle gehabt, die haben dann einfach Überhand genommen. Und ich habe sie wohl nicht ganz vollständig beseitigt. Darüber hinaus die grüne SPS-Koralle, also diese Platte, die ihr dort hinten seht, die ist also auch so stark gewachsen, dass sie hier die Acropora
schon eingegriffen hat. Naja, also die wird sich schon wieder erholen, so die Spatulata, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die hat sich ganz toll entwickelt, also besonders oben rechts der Bereich ist richtig gut geworden. Ja, insofern, also im Moment bin ich da ganz zufrieden. Cyanus noch nicht ganz geschafft. Die ein oder andere Koralle, also bestimmt die beiden Acroporas, die so bläulich schimmern, weiß ich noch nicht, ob sie es überstehen. Ich hoffe natürlich, da müssen wir mal schauen. Und ja, ich denke mal, der Pilz, der wird ja auch wieder wachsen da oben. Also der geht bei mir wirklich ab wie Unkraut. Ja, so viel für heute, so kleines Update. Schönen Dank, bis bald. Tschüss.